Und hallo und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich habe gerade noch die Einladungskarten geholt. Ja, und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie dieses Bankett fertig kriege für Emily. Wow. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Wir haben den Tisch platziert in der letzten Episode. Da steht er. Man kann ihn sehen an dem Schirm. Ich habe jetzt nochmal, weil ich... Was geht denn ab gerade hier im Museum? Wow. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich muss hier erstmal organisiere die Gerichte gedrückt halten. E. Ach du Heilige, was? Wie viele Gerichte muss ich denn hier platzieren? Wie muss ich die da so... Ach du Heilige. Ich weiß ja nicht mal, was ich hier machen soll. Dazu müsst ihr die Gerichte wissen von den Leuten. Und wissen, wer wie wo sitzt. Was? Die Feier vorbereiten. Die Vorbereitung für die Feier hat bereits begonnen. Stelle sicher, dass die Einladung an deine Freunde, dass du eine Einladung an deine Freunde schickst, damit sie alle kommen und das Große die Gäste genießen können, ja. Ja, nein, die Vorbereitung für. Okay, ich muss erstmal das Essen vorbereiten, aber ich habe, nee, ich habe nicht genug Essen dabei. Warte mal. Ich muss noch Essen kochen, fürchte ich, ne? Ich bin gerade total überfordert. Meeresfrüchte-Eintopf habe ich hier noch. Kugelfischsuppe. Hühnchenrisotto Kokos. Kugelfisch, nee, Kugelfisch, das ist ja so viel Kugelfisch hier. Saft. Ja, Getränke muss ich auch noch herstellen, ne? Ach du meine Güte. Billige Limo. Ja, billige Limo ist ein bisschen doof. Wir haben Zitronenlimo. Spaghetti. Scharfe Soße. Oh, das wird sich, da wird sich Arlo freuen. Boah, ich, Wie kann ich denn die. Wie sieht das hier aus? Steht da irgendwas dran? Er hat eine persönliche Note verwendet, um Freunde zu einer Einladung zu... Kann ich... Muss ich die abgeben? Ich muss die überreichen. Ich weiß nur nicht, wen soll ich denn jetzt einladen? Das müsste Emily mir eigentlich sagen. Sophie, Oma Sophie erstmal. Oma Sophie ist auf jeden Fall dabei, weil ohne Oma Sophie geht hier gar nichts. Da bin ich schon mal auf der sicheren Seite, wenn ich Oma Sophie finde. Da ist Emily. Kann ich Emily fragen, wen hier, wenn ich hier einladen muss? Oh, jetzt geht's hier los. Hey, Schatz. Hey, Schatz. An die Zeit mit dir zu verbringen, ist so schön. Ich bin auch froh, dass wir in Omas Nähe wohnen. Da kann ich ihr doch manchmal helfen. Was machst du doch gerade? Ich weiß jetzt nicht, wen ich einladen soll hier. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Erstmal Oma Sophie fragen. Ich hoffe, dass Oma Sophie da ist. McD ist ja der gute Nachbar. Ich würde sagen, McD müsste ich auch einladen, würde ich Porsche behaupten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hey, Oma Sophie. Unterhalten. Jeder hat Wünsche. Doch, ich möchte nur eine Sache. Einen Wassereimer. Das kriegen wir hin. Manchmal schlitzt mein Rücken ab. Dr. Soxu hat immer ermittelt parat. Kann ich dich hier... Warte mal. Eine Einladung. Bestätigen. Wenn du eine Feier schmeißen willst, gibt es viel vorzubereiten. Ich weiß... Ich muss erst die Vorbereitung machen und kann dann die eine. Achtung, meine Güte, okay. Das heißt, ich muss erst alles vorbereiten und dann das Problem ist, ich weiß nicht, sie isst gerne Kürbiseintopf, glaube ich. Das hat Emily auch. Das Problem ist nur, ich weiß ja nicht, wer wie wo sitzt. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte hier. Vor allem Essen, ja, ich weiß auch nicht genau, wie viel ich Essen machen soll hier. Kochrezepte, gucken wir mal. Grüppchen, Schlangenbeere, Apfel, Salz. Oh, ich muss kochen. Ich habe Inventar ist Chaos. Okay, das ist schon mal schön. Ja, eigentlich nicht, aber wir gucken mal. Ich gehe hier auf die zweite Seite hoffentlich. Wir brauchen. Ich nehme mal Äpfel, Eier, Milch. Was haben wir hier? Kartoffeln, warum auch immer.
Was brauchen wir noch? Honig? Nee, brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Ich weiß echt nicht, was ich hier alles servieren soll. Fleisch brauchen wir auf jeden Fall. Schlangenbeeren. Was sind das für Äpfel? Aroma-Apfel und das ist ein... Das ist auch Aroma-Apfel. Warum habe ich die nicht gestackt? Was? Katzenjaus, Pumpkin... Grün. Butter ist vielleicht noch und Zucker. Das Problem ist, ich habe einfach keinen Platz im Inventar. Wow, ich muss hier gerade mal umräumen. Kann ich das auf die andere Seite packen? Ja, ne? So, ich brauche das ja gerade nicht. Honig weiß ich jetzt nicht. Salz bräuchte ich, ne? Salz habe ich hier nicht. Ich habe hier Reis, falls ich Reis brauche. Ich muss zu Oma Sophie ganz schnell. Vielleicht hier haben wir noch Mehl, falls ich brauche. Ich muss zu Oma Sophie, ich habe kein Salz. Wir müssen zu Oma Sophie. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Das ist jetzt hier alles eine komplett neue Erfahrung. Wow, das ist ja... Schnell zu Oma Sophie, ich brauche... So, Oma Sophie, ich kaufe mal kurz ein bei dir. Ich brauche Salz. Und zwar brauche ich... Gib mir mal 20 Salz. Okay, den Rest habe ich noch. Butter habe ich auch gekauft. Ja. Den Rest habe ich eigentlich noch alles. Okay. Mach's gut. Ich hoffe nur, ich kriege das irgendwie fertig hier. Das ist, ja, schwierig. So, komm. Müssen wir mal schauen. Dass wir das noch fertig kriegen hier. Ich muss die Vorbereitung heute noch abschließen eigentlich. Das heißt aber, ich muss kochen, ne? Kochrezept. Kürbisreis habe ich, Fleischbällchen, Gemüsesuppe, Kartoffelfrucht und Dingens. Fleisch und Kartoffelfrucht, das müssen wir doch hinkriegen. Fleisch und Kartoffelfrucht, wo haben wir denn Fleisch und Kartoffelfrucht? Da. So, dann hauen wir das da mal rein. Zutaten hinzufügen. Und Fleisch. Und da. Und da. Okay, haben wir fertig. Ah, fertig. Okay, dann nochmal. So. Das ist jetzt aber doof, dass es lange dauert. Ich will echt einen Tag dafür Zeit. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel ich das machen kann. Ich muss ja eigentlich mehrere Sachen machen, ne? Ich weiß nicht, wie ich alles servieren kann hier. Bereite die Feier vor, organisiere Gerichte hier. Hier Lachs, das Getränke habe ich hier. Ich weiß halt nicht, ob es ja ganz gut passt. Was haben wir hier noch? Aprikosensaft. Ne, der muss da oben hin. Hier. Warte mal, wir machen das mal als Nachtisch, glaube ich, ne? Denke ich mal. Ja. Kuchen. Ich weiß halt nicht, wo Emily sitzt. Das ist jetzt ein Problem. Nachtisch. Oma Sophie müsste hier sitzen eigentlich. Dann machen wir so. Schatz des Meeres, das ist was anderes. Meeresfrüchte-Eintopf. Ich muss eigentlich auch Nachtisch machen, ne? Hier Spaghetti. Getränk brauche ich hier, ne? Getränk dahin. Da müsste Nachtisch hin. Mal Keks da rein. Kräutertee. Billige Limo habe ich hier leider nur. Mach das mal dahin. Scharfe Spaghetti. Kuchen. Ja, ich könnte nur Kuchen anbieten hier, ne? Machen wir mal Plätzchen hier hin. Ich weiß nicht, ob das Essen gut ankommt hier. Ich
Mir graut's davor noch. Was machen wir hier noch hin? Da muss noch ein Getränk hin. Und noch Nachtisch. Ich weiß halt nicht, was ich hier hinpacken soll. Ein Salat vielleicht hier? Kein Kuchen. Da noch ein Salat hin. Kugelfischsuppe. Und noch ein Limo. Ich habe halt nichts anderes als die Limo hier. Okay, das steht. Jetzt Feier vorbereiten. Vorbereitungen haben bereits begonnen, ja. Hier. Geburtstag von Emily. Den kann ich bestätigen, ansonsten ist wohl durchgestrichen. Okay, bestätigen. Was? Ich kann das so ziehen. Wann fangen wir denn an? 15 Uhr? Machen wir 12 Uhr, oder? 12 Uhr ist eine gute Zeit. Jetzt muss ich die Einladung verschicken. Ja, aber das kann ich noch. Wir haben es 18 Uhr. Ich komme, glaube ich, bei Oma Sophie gleich nicht mehr rein hier, ne? Hey Schatz, ich hoffe, ich kann noch zu Oma Sophie. Ich habe die Befürchtung, es geht nicht mehr. Doch, ich komme noch rein. Okay, gut. So, hey Oma Sophie, ich muss mit dir reden. Und zwar... Kann ich mich mit dir unterhalten, aber ich kann nichts beschenken. Was? Ach so, weil ich habe die Einladung hier nicht. Die muss ich hier hinpacken. Warum kann ich dir die Einladung nicht geben? Habe ich dir schon eine gegeben? Nee, hä? Ich bin verwirrt. Warum geht das nicht? Okay, MacD, kann ich dir eine Einladung geben? Warte mal. Hey, MacD, beschenken. Eine Einladung. Klar, ich werde da sein. Okay. Wieso kann ich Oma Sophie keine Einladung geben? Da traf ich gerade nicht. Ich muss es morgen probieren. Wann ist denn die? Warte mal, Geburtstag ist... Bitte sag mir, das ist nicht morgen. Ist doch morgen. Oh, oh. Ich wollte aber Oma Sophie eine Einladung geben. Warum geht das nicht? Oma Sophie! Bitte lass mich dir eine Einladung geben jetzt hier. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann keine Geschenke machen. Hier steht jetzt ein Wassereimer. Ich kann dir keine Geschenke machen. Das gibt's doch nicht. Ich hab's gebackt. Verstehe ich nicht. Ich hab's gebackt. Das ist jetzt doof. Ich wollte aber Oma Sophie eine Karte geben. Das ging heute Mittag noch, aber jetzt, wo ich das Ding jetzt vorbereitet habe, nicht mehr. Ich bin verwirrt. Und du backst jetzt hier gerade rum. Ich muss noch das alles abgeben für morgen. Das ist wichtig. Das Problem ist, ich habe keine Leute mehr, mit denen ich dich anquatschen kann. Ich hoffe, die sind alle bei Django. Bitte sag mir, dass die alle bei Django sind, sonst habe ich ein Problem. Oh Mann, das war alles zu spät hier, noch alles auf dem letzten Drücker. Sonia ist noch da. Martha ist noch da. Wo ist denn Django? Das ist jetzt aber ganz schlecht. Ich hoffe nur, dass das irgendwie hinhaut. Wo ist Django denn? Django sitzt da. Hey Django. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Ich will mit Django reden. Schenken. Ich werde es mir überlegen. Was? Das klingt aber nicht so toll. Wen lade ich denn noch ein? Petra. Ich weiß nicht, wen ich einladen soll hier. Phyllis. Ginger. Wie ist denn mein Status bei Django? Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Wieso will Django sich das noch überlegen? Ist der Status zu schlecht? Guter Freund? Nee, eigentlich nicht. Sam könnte ich versuchen einzuladen. May vielleicht? Wenn ich wüsste, wo wer ist. Nora könnte ich fragen. Warte mal, wir probieren mal Nora einzuladen. Hey Nora. Kann ich dir Dings geben? Danke, ich freue mich richtig drauf. Okay, dir kann ich eine Einladung geben. Oh, das ist jetzt aber schwierig, auf dem letzten Drücker noch Leute zu finden hier. Wow.
Phyllis, Albert, Arlo könnte ich fragen, wenn ich Arlo finde. Russo. Wo ist Arlo? Bitte sag mir, ich finde Arlo hier und Sam vielleicht noch. Dann hätte ich noch zwei. Ich muss die Einladung noch verschicken. Die gehen gleich alle schlafen und ich kann die Einladung nicht abgeben. Das ist eine Katastrophe. Es ist keiner da. Kann ich hier... Arlo pennt sich ein. Toll. Also Arlo wird schon mal nix. Das ist schlecht. Emily hat morgen Geburtstag und es ist keiner da. Ich kann... Ja, da muss ich gucken, wenn ich unten noch finde gerade. Es geht nicht anders. Das ist ja jetzt schlecht. Wenn man das nicht weiß, ist jetzt natürlich schwierig. Hey Phyllis, kann ich dich einladen? Danke für die Einladung. Okay, gut. So, jetzt muss ich noch ein paar Jungs einladen. Hier war das sonst ein bisschen schwierig. Sam kann ich noch fragen. Hey Sam. Bitteschön. Danke, ich freue mich richtig drauf. Okay. Ich hoffe nur, das Essen ist okay. Ich fürchte, das Essen wird eine Katastrophe. Ja, Mädels habe ich jetzt eingeladen. Ich muss noch ein paar Jungs einladen hier. Antoine. Wen lade ich denn noch ein? Hier, ich weiß nicht, wen ich einladen soll. MacD habe ich eingeladen. Django, du willst nicht, ne? Ne, dich kann ich nicht beschenken, okay. Mars, warte. Sonia. Ne, Sonia lasse ich jetzt erstmal weg. Ich habe keine Leute mehr, die ich einladen kann. Ich weiß nicht genau, wen ich noch alles einladen soll. Was sagt denn mein Soziales hier? Albert könnte ich noch probieren. Alu pennt leider schon. Remington könnte ich versuchen einzuladen. Ja, Sanwa vielleicht noch? Nee, Sanwa ist auch nicht so pralle hier. Ua wäre noch möglich und Kiwa. Django will nicht. Mars vielleicht. Ja, dann muss ich... Das ist doof, die gehen jetzt alle pennen, das ist das Problem. Kiwa. Kiwa, du kommst doch bestimmt, oder? Ich bin froh über deine Einladung, danke. Mars, bitte komm. Ich bin froh über deine Einladung, danke. Okay. Okay, ich habe jetzt noch zwei Einladungen im Inventar. Ja, ich muss noch zwei Leute einladen. Wen lade ich denn jetzt noch ein? Ich muss noch zwei Leute einladen, das muss ich noch irgendwie hinkriegen.